Himbeeren pflanzen. Was dabei alles schief gehen kann und wie sie, natürlich dank uns, trotzdem alles richtig machen, das erklären wir Ihnen in diesem Podcast. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Bei mir im Gartenstudio begrüße ich dazu unseren Dauergast und Experten Markus Kobel sehr herzlich. Hallo Markus. Hallo Reto. Markus betreibt als Gründer und Inhaber von Lubera Baumschulen im Rheintal in Bux und in Bad Zwischenahn in Norddeutschland. Dass sie das zweite Standort im hohen Norden kein Zufall ist, können wir abschätzen, weil die pozzolierten Böden dort, die sauren Böden, wahrscheinlich sehr treffend sind für die Himbeerkultur oder Heidelbeerkultur, aber da wirst du wahrscheinlich noch drauf kommen. In diesem Podcast geht es also vor allem um die Pflanzung der Himbeeren, zum Beispiel um die Frage, weshalb Mulchen absolut gar nicht geht und ob vielleicht die Kultur im Topf neuerdings auch sinnvoll sein kann. Kommen wir zu unseren Fragen von heute. Markus, betreffend der Pflanzung, wann soll man Himbeeren pflanzen? Nun, als Baumschuler und Pflanzenverkäufer würde ich natürlich sagen, immer. Weil man kann sie immer pflanzen und sie werden auch immer gepflanzt. Wir bieten sie das ganze Jahr an, weil wir sie im Topf anbieten. Im Container, ja. Und von daher können sie auch das ganze Jahr gepflanzt werden. Wenn ich das genau anschaue, wäre es auch klar, man sollte sie eigentlich nicht im späten Herbst und auch nicht im frühen Frühling pflanzen. Das ist jetzt so ein bisschen, soll ich sagen, das bringt eigentlich nichts, wenn ich das sage, weil der Impetus, das Gespür der Leute im Frühling pflanzen zu wollen, das ist so intensiv, dagegen kann man nichts machen. Die Leute wollen im Frühling Himbeeren pflanzen. Himbeeren ist neben Heidelbeeren und Erdbeeren die wichtigste Beerenobstart im Garten. Und das kann ich gar nicht verhindern. Also ja, muss ich halt das Schlimmste verhindern, sodass es einigermaßen funktioniert. Warum ist die Frühlingspflanzung eigentlich schlechter? Im Frühling haben wir eigentlich eine alte Pflanze. Die Pflanze ist irgendwann im Mai, Juni, Juli getopft worden, hat frische, weiße Wurzeln gemacht, ist gewachsen. Im Herbst sind diese Wurzeln ausgereift und den ganzen Winter hocken die dann, ohne dass Wasser rausgesogen wird, die Pflanze verliert die Blätter, die wächst nicht mehr, hocken die dann in ihrem eigenen Dreck, faulend vor sich hin. Und diese braunen, grauen Wurzeln, die wir eigentlich gar nicht gerne nass haben, ja, die sollen dann im Frühling gepflanzt werden. Und wenn man dann nur noch ein paar andere Fehler macht, dann funktioniert die Pflanzung nicht. Ich sage immer, Gärtnern ist einfach, auch Himbeerpflanzen ist eigentlich einfach, aber bei den Himbeeren lohnt es sich ganz klar, dass man sich ein paar Dinge merkt, über die wir hier reden. Und das Erste ist, wenn ich die Pflanzung im späten Herbst und im frühen Frühling verhindern kann, dann verhindere ich sie. Dann pflanze ich nämlich am besten dann mitten im Sommer. Ich sage mal Mitte Juli bis Mitte September ist die beste Zeit, ja, weil da eine frische Pflanze ist, die aktiv gewachsen ist, mit weißen Wurzeln, die im warmen Boden sofort weiter wachsen. Weil in diesem warmen Boden ist auch der wichtigste Feind der Himbeere, auf den wir noch häufiger zu sprechen kommen, die Phytophthora, weniger verbreitet als im nassen und kühlen Boden im Winter. Du hast gerade das Stichwort für die nächste Frage gegeben, die Bodenqualität. Wo pflanzt man am besten Himbeeren? Du hast am Anfang bei der Einleitung so ein bisschen den pH erwähnt, nicht ganz so wichtig, weil die halten viel aus. Also wir haben in Bux, wo wir die Züchtung machen, einen pH von 7,5, also sehr alkalisch. Ja. Man würde sagen, geht eigentlich fast nicht, aber es geht. Ja, es gibt manchmal Herbsthimbeersorten, die so ein bisschen chlorotisch werden, ein bisschen Eisen brauchen, Eisenmangel haben. Aber ich sage mal, zwischen 5 und 7,5 geht alles, ja. Ohne große Probleme, aber der Boden sollte leicht sein. Ja. Die Himbeere hat gern einen leichten humosen Boden. Sie kommt auch mit einem leichten, wenig humosen Boden, also mit einem ziemlich reinen Sandboden klar, weil sie hat nicht gern nasse Wurzeln. Und sie liebt einen warmen Boden. Je schneller sich der Boden erwärmt, je länger sich die Wärme drin hält, desto besser. Und also ein leichter Boden. Wenn der Boden nicht leicht ist, wenn er lehmig ist und schwer ist, dann muss er eigentlich vor der Pflanzung verbessert werden. Also da kommt man nicht, man kann dann... Ich bin auch ein fauler Gärtner, ich mache auch lieber nichts als viel, viel lieber nichts als viel, aber da kommt man
bei der Himbeere nicht daran vorbei, den Boden zu verbessern. Wie? Indem man Sand reinbringt, indem man Kompost reinbringt, indem man zusammen mit der Muttererde und mit Kompost einen Hügel aufschüttet, auf den Hügel pflanzt, ja, und so weiter und so fort. Also das wäre die klassische Dammkultur. Dammkultur, genau. Ja. Und dann vielleicht noch ein paar Sachen, wo pflanzen. Man sollte nicht pflanzen, wo es schon Himbeeren gab. Ja. Zwar sind Rosazeer die Himbeeren. Das heißt, alle Rosazeeren haben einen bestimmten Nachbaueffekt. Also die haben nicht gerne, wenn es vorher da schon Rosazeeren ist, dass der Effekt ist zwar bei den Himbeeren nicht sehr stark, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendeine Himbeerkrankheit da haben, wo sie schon 30 Jahre Himbeer hatten, ist relativ hoch. Mhm. Und dann würde ich einfach nicht ans gleiche Ort pflanzen. Also einen frischen Ort nehmen, das ist auch ganz wichtig. Häufig stellen auch die Leute die Frage, Schatten. Das ist auch ganz einfach, so wenig Schatten wie möglich, so viel Sonne wie möglich. Aber bis ein halber Tag Schatten oder nur ein halber Tag Sonne, das mag noch angehen. Aber klar, weniger Sonne heißt weniger Assimilation, heißt weniger Wuchsleistung, heißt weniger Ertrag, weniger Zucker. Irgendwo wird man das auch dann bei der Fruchtqualität spüren. Noch ein letzter Punkt zum Wohnpflanzen. Das ist, die Leute haben immer gerne das Gefühl, bei den Rosen, bei Pflanzen, die sie grundsätzlich lieben, auch bei Himbeeren, es müsse ein geschützter Ort sein. Mhm. Eigentlich ist ein exponierter Ort für sehr viele Pflanzen besser. Warum? Weil sie besser abtrocknen. Weil die Triebe, die Blätter nicht einfach nass bleiben, Pilzkrankheiten dann entstehen. Immer dann, wenn Oberflächen nass bleiben, können sich Pilze etablieren, und je schneller eine Pflanze abtrocknet, desto besser. Also eher exponiert, eher leicht windig, vielleicht nicht gerade auf einer Kuppe, wo es dann 120 Stundenkilometer gibt, aber etwas offene Lage ist sicher positiv. Ja. Ein Thema, das offenbar häufiger angesprochen wird, da kann man Kompost einarbeiten beim Pflanzen? Soll man? Braucht es überhaupt? Unbedingt. Ich kann mich erinnern, zu der Zeit, als wir beide in Wädenswil waren, ein bisschen vorher gab es einen Forscher in Wädenswil, ein Dr. Tyler. Tyler hieß er, genau. Mhm. Ich habe sogar bei ihm im Labor mal gearbeitet. Und der hat in einem Entwicklungshilfeprojekt in Afrika herausgefunden, da gab es eine Phytophthora-Krankheit an Kininbäumen. Und da haben die dann natürlich versucht, mit möglichst einfachen Mitteln diese Phytophthora-Krankheit zu bekämpfen, und haben sie Rindenkomposte und Grünkomposte gebracht und die bei diesen Kininbäumen ausgebracht mit sehr gutem Effekt. Ja. Und dann haben wir das dann, oder wir, haben dann die Kollegen von diesem Dr. Tyler, als kleine Hilfsarbeiter, auch ich, haben wir dann Versuche gemacht, vor allem Reto Neuweiler damals in der Schweiz hat die Versuche gemacht und dann solche Komposte bei Himbeeren ausprobiert, auch mit sehr gutem Erfolg. Offenbar gibt es in Grünkomposten und Rindenkomposten häufig antagonistische Pilze, die eigentlich diesen Phytophthora-Pilz, der übrigens botanisch kein reiner Pilz ist, aber das ist ein anderes Thema, zurückdrängt. Ja? Auch da gibt es Konkurrenz, und wenn die nicht einfach freie Bahn hat, wird er eingeschränkt. Mhm. Und solche antagonistischen Pilze gibt es in den Kompost. Also Kompost einbringen ist immer gut, aber nicht als Schicht oben, sondern einarbeiten. Also wenn man einen Hügel macht, dann wird das sowieso durchmischt. Und es ist sicher auch gut, jährlich Kompost einzubringen. Aber dann eben die Schicht einarbeiten, sehr früh im Februar, März einbringen und dann durchaus einhacken. Häufig lese ich dann die Frage, ja, wenn ich einhacke, mache ich die Wurzeln kaputt. Hätte ich jetzt gerade die Frage gestellt, ja. Ja, und das ist gut. Ja. Weil in dem Moment, wenn ich die Wurzeln zerschneide, dann sind sie stärker angeregt, um neue Austriebe zu machen. Also es geht nicht anders, vermehren wir übrigens Himbeeren, indem wir die Wurzeln rausnehmen, zerschneiden und dann auf diese Adventivknospen hoffen, die neue Triebe bilden und die dann abernten und bewurzeln. So funktioniert die konventionelle Vermehrung von Himbeerpflanzen. Also einhacken, jetzt nicht gerade jeden Millimeter zehnmal einhacken, wir wollen ja kein Geschnetzeltes machen, oder? Und kein Hackfleisch, aber ein bisschen einhacken schadet nicht, den Rest der Arbeit. Und auch nicht zu viel Kompost, nicht 5 cm, sondern 1, 2, 3 cm, weil dann können auch die Regenwürmer einen schönen Teil der mühsamen Hackarbeit für uns erledigen. Übernehmen. Ja, jetzt bin ich dran, habe ich gerade gesehen, hier auf meinem Spickzettel, den ich immer habe. Wir haben natürlich, wir reden gern viel und gut, aber so ganz ohne Spicke geht es nicht. Ein bisschen ein Konzept braucht es, und da steht jetzt, dass die Ablenkungsfrage jetzt kommt. Ich muss ja mich ein bisschen ausruhen. Und die Frage wäre, hast du eigentlich Himbeeren in deinem Garten, Reto? Und wie kommst du mit denen so klar?
Ja, also eigentlich ganz einfach. Zu Hause habe ich keine Himbeeren. Deshalb komme ich sehr gut klar. Hier bei uns in der Agentur, wir haben ja einen Agenturgarten, wo wir häufig fotografieren. Dort haben wir Himbeeren, und zwar Autumnbliss, alte Sorte. Die ist sicher schon 30 Jahre da, stehen diese Himbeeren. Und die haben immer einen schönen Ertrag. Machen tun wir praktisch nichts, außer ein bisschen zurückschneiden im Herbst. Und nicht mal düngen, also seit wir hier sind, ich habe, glaube ich, nie gedüngt. Und es funktioniert, sagen wir jetzt mal. Also wir machen praktisch nichts. Das ist vielleicht auch noch wichtig, das höre ich relativ häufig, dass es zwar nicht einfach ist, nicht immer ganz einfach ist, eine neue Himbeerkultur zu etablieren, aber eine alte wegzukriegen auch. Und das ist dann der Fall. Und darum auch der Ratschlag, wenn Sie eine alte Himbeerpflanzung haben, die noch funktioniert und die sehr gut bis einigermaßen funktioniert, lassen Sie sie stehen, nicht ersetzen. Und dann, wenn es wirklich die Früchte klein werden, wenn die Pflanze nicht mehr so richtig wächst oder wenn sie plötzlich Virus hat und anstatt 3-4 Triebe 20 Triebe macht pro Pflanze, ja, dann relativ radikal weg und neu etablieren. Aber halt auch, wenn eine ältere Kultur immer noch gut funktioniert, dabei bleiben, auch wenn es eine alte Sorte ist, wie Autumnbliss, die wir schon 3 Generationen hinter uns gelassen haben, dann freue ich mich trotzdem, wenn das noch weiterhin so funktioniert. Also grundsätzlich kann man aber trotzdem sagen, Himbeeren pflanzen ist nicht so ganz so einfach, wie man sich das vielleicht als Privatgärtner vorstellt. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Und wenn man diese beachtet, wenn man dafür schaut, dass der Standort stimmt und dass die Bodenvorbereitung stimmt, hat man grundsätzlich eine viel, viel bessere Kultur schon bereits während der ersten Zeit. Ja, es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber der mögliche Ertrag, ich meine jetzt auch den Ertrag über nicht nur die Kilogramm und die Anzahl Früchte und die Anzahl Desserts, sondern auch der Genuss, ist schon eine fantastische Frucht, oder, die einem auf der Zunge zergeht, die eigentlich, je länger man sie im Mund hat, desto mehr wirkt, vor allem wenn sie aromatisch ist. Da lohnt es sich schon, so ein paar Mühen auf sich zu nehmen. Wichtig ist auch das Wie des Pflanzens. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, man kauft ja Himbeeren meistens in einem kleineren Topf, 1-2 Liter. Ja. Mehr muss es nicht sein. Und wer hat ja da naturgemäß, weil halt doch die Pflanzen meistens schon ein paar Monate da drin sind, einen ziemlich zerfilzten Wurzelballen. Und mit das Wichtigste beim Pflanzen ist, dass der richtig aufgerissen wird. Ja. Wenn man das nicht macht, und wir haben jedes Jahr hunderte von solchen Fällen, ja, das ist die Hälfte der Himbeerreklamation, ist deshalb, wenn man das nicht macht, dann pflanzt man diesen Wurzelballen da rein. Und die Wurzel bleibt in sich stehen, im eigenen Saft schmort sie. Die hat keinen Anreiz, rauszuwachsen. Die fühlt sich in sich selber wohl. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. In einem nassen Frühjahr verfault sie. Und in einem trockenen Frühjahr vertrocknet die Pflanze. Weil die von außen gar kein Wasser holen kann. Ja? Ja. Die macht dann oben einen Austrieb, verdunstet Wasser, unten wird noch nichts rausgeliefert und sie geht kaputt. Oder wenn es ein ganz nasser Frühjahr ist, ist die Pflanze im eigenen Saft, die neuen Wurzeln drängen gar nicht raus in trockenere Gebiete und dann geht die Pflanze kaputt, das ist eigentlich das Schlimmste, also aufreißen. Und das Zweite noch bei Herbst- und Frühlingspflanze, wenn es dann doch sein muss, dann ist man immer so stolz, dass man jetzt die Pflanze gekauft hat, 2 Liter Topf, 1,3 Liter Topf, und oben 30, 40, 50 Zentimeter und man möchte natürlich nicht wegschneiden, was man so, oder aufbrechen bei der Wurzel, was man so teuer gekauft hat, sollte man aber. Man sollte nicht nur die Wurzel aufbrechen, sondern man sollte bei Herbst- und Frühlingspflanzung bis Mitte April immer auch die oberirdischen Triebe auf 10 cm zurückschneiden. Ja. Ja? Ja. Damit verhindert man, dass zu viel einfach da oben verdunstet für nichts, weil Sie kaufen bei der Himbeere nicht den Trieb, der wird nie was Gescheites geben bei Ihnen, sondern Sie kaufen die Wurzel, das Potenzial, neue Triebe zu machen. Und das müssen Sie zum Wachsen bringen. Und sogar die Wurzel, du sagst immer brutal aufreißen. Ja, genau. Das ist also ein Stichwort. Einfach nur aufreißen reicht nicht. Sie müssen so aufreißen, bis es Ihnen wehtut. Ja. Wenn es Ihnen wehtut, dann ist es für die Pflanze genau richtig. Genau richtig. Sehr schön. Ja, Pflanzungen im Topf, ist das möglich? Ist das sinnvoll? Kriegen wir da gute Resultate, wenn wir da in einem Großtopf versuchen, als Topfpflanze Himbeeren zu kultivieren? Ist ganz spannend.
weil wir haben da auch schon, also uns ist es auch schon gelungen, dass es nicht gelingt. Das heißt, wir haben mal eine Sorte selektioniert, die haben wir auch 2 Jahre verkauft, dann wieder so ein bisschen vom Markt genommen, weil die da nicht, das war eine kompakte Sorte, die hieß Little Sweet Princess, glaube ich, ja. Also Princess hieß die. Wunderschöner Wuchs, dornenlos, kompakt, mhm. ein bisschen spät reifend. Und das war die Vorgängerin von Little Sweet Sister. Mhm. Und da hat alles super gut funktioniert, auf dem Versuchsfeld, überall, in verschiedenen Standorten, bei uns in Buchs, in Norddeutschland, verschiedene Böden. Wir hatten sie ein bisschen zu wenig im Topf geprüft und ja. im Topf hat die nicht funktioniert. Es gibt Himbeeren, die, denen gefällt es im Topf nicht so ja. richtig. Eine zum Beispiel ist Autumn Amber. Ja. Funktioniert im Topf einfach nicht gut, stirbt dann relativ schnell. Auch Sugane ist nicht so super im Topf. Ja. Und die haben wir dann eben wieder rausgelassen, weil eine kompakt wachsende Sorte natürlich vor allem auch für den Topf ja. bestimmt ist. Man ja. macht es dann keinen Sinn. Aber mit den Sorten, die geeignet sind, funktioniert sehr gut. Also zum Beispiel Little Sweet Sister funktioniert gut. Wie hoch wird die? Die wird knapp einen Meter, 80 cm ja. hoch. Ja? Ja. Im Freiland vielleicht 1,20, im Topf vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Der einzige Nachteil, die ist so früh, dass du im Prinzip, das ist die früheste Herbsthimbeere, mhm. habe ich übrigens mit der Hilfe eines Freundes aus Neuseeland, der mal bei uns war und dann hat er Pollen dabei aus Russland, er konnte diesen Pollen nirgendwo hinbringen, dann hat er bei uns Kreuzungen gemacht, die Hälfte der Samen haben wir nachher ihm geschickt, die andere Hälfte behalten und aus dem Material haben wir diese Little Sweet Sister ausgelesen, Harvey Hall heißt der Kollege, habe ich gesagt, Australien, Neuseeland ist der mhm. Und die funktioniert also sehr gut. Die ist dann der einzige Nachteil, die ist so früh reif, Anfang Juli, Ende Juni, Anfang Juli schon reif. Nachher ist die halt auch ja. ein bisschen durch. Ja. Also man könnte durchaus mal probieren, eine Hälfte des Topfes im Mai nochmals zurückzuschneiden, damit die dann ein bisschen später kommt, sodass man ein bisschen eine längere Ernte hat. Ja. Aber es ist wie gesagt an den diesjährigen Routen, also an der Herbsternte. Mhm. Die Herbsternte beginnt dann sozusagen schon im Juli. Und wenn man etwas spät wachsende Routen behält und stehen lässt, dann hat man eigentlich schon im Juni, früher als die frühesten ja. Sommerhimbeeren, Früchte dran. Also extrem gut mhm. zu pflanzen. Und damit hätten wir da auch schon mal einen Himbeertyp eingebaut. Sehr schön. Ja, die nächste Frage wäre eigentlich die beste Himbeersorte für den Topf. Das hast du jetzt eigentlich mit Little Sweet Sister, hast du gesagt, wahrscheinlich ein Stück weit beantwortet. Ja, haben wir eigentlich schon ein Stück weit beantwortet. Ja. Es gibt noch eine Schwester, die heißt Good as Gold. Ja. Bisschen stärker wachsend, auch übrigens aus der gleichen Zuchtreihe, auch mit diesem russischen Material drin. Und ganz spannend, dass wir das so Sorten selektioniert haben. Wir haben unterdessen ein sehr viel Zuchtmaterial von der Wuchsstärke. Wir wissen, uns fehlt noch ein bisschen Sorten. Wir können unterdessen auch Sorten züchten, die nur so 25, 30 cm hoch sogar. Werden für den Topf. Aber da fehlt uns noch ein bisschen die Fruchtqualität. Da sind wir noch nicht zufrieden. Und auch die Gesundheit des Blatts. Die sind gerne ein bisschen chlorotisch. Wir kommen auch gerne Milben, weil dann die Blätter so nah beieinander stehen. Ja. Aber das ist so ein Ziel, mal noch wirklich so eine Mikrohimbeere zu haben, die so 20, 30 cm ist, deutlich unter 50 cm und die man auch so als so wie eine kleine Tomate auf dem Tisch oder so haben könnte. Ja. Das fehlt uns noch, aber im Kübel sind die beiden Sorten Good as Gold und Little Sister schon sehr gut. Ja. Wir haben im ersten Podcast zu Himbeeren gesagt, dass wir mit den modernen Sorten eine Bandbreite von Juni bis Oktober hinkriegen. Ja. Wenn wir jetzt zum Thema Pflanzung nochmals auf das zurückkommen, welche Sorten würden sich wunderbar ergänzen, um genau dieses Fenster optimal abdecken zu können, im Hausgarten? Was würdest du jetzt unseren Kunden empfehlen als Variante, um das ganze Zeitfenster, die ganze Dauer Himbeeren ernten zu können? Genau, als erste Sorte würde ich die Little Sweet Sister nehmen, ja. aber dann an den zweijährigen Routen, ja. sozusagen als Sommerhimbeere, weil die schon im Juni reif werden. Mhm. Dann würde ich weitermachen mit einer
mit einer Two-Timer-Sorte, mhm. also zum Beispiel Suganen, zweijährigen Ruten, mhm. Die auch noch sehr früh ist. Dann eine Sommer-Himbeere, Summer Chef mit dem besten Aroma. Ja. Dann eine frühe Herbst-Himbeere. Oh, dann sind wir aber schon bei vier hä, mittlerweile. Ja, eine frühe, Herbst, eine frühe Herbst-Himbeere, Autumn Happy. Ja. Ja. Und dann würde ich noch nochmals eine Two-Timer-Sorte nehmen, zum Beispiel Sugana. Da haben wir bald auch noch ein paar neuere Sorten, ja. Die dann eben an der Spitze der Triebe, ja, an den mhm. zweijährigen Ruten, noch spät fruchten, um mhm. dann wirklich im September, Oktober etwas zu haben. Ich kann natürlich auch eine frühreifende Himbeere oder eine frühreifende Herbsthimbeere immer später machen, indem ich den ersten Schub Triebe noch etwas wegschneide mhm. und dann erst später noch mal draufkommen lasse, dann ist sie sofort 2 bis 6 Wochen später und ja. dann kann ich eben auch den Ertrag im September oder im Oktober noch verstärken. Ja, ja. Ja, sehr schön. Herzlichen Dank, Markus Kobelt, zu diesen Informationen rund um die Pflanzung von Himbeeren. Unser nächster Podcast in einer Woche wird zum Thema Himbeeren pflegen sein. Wir danken Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und denken Sie daran, Gärtnern ist Versuch und Irrtum, keine Wissenschaft. Glauben Sie deshalb nicht alles, was wir hier erzählen und gärtnern Sie weiter. Also mir danke. Schon, oder? Dir schon, ja, okay. Du hast ja immer das letzte Wort. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.